Bis. Was ist denn da los? Nein, 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 nein. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. In den Regenbogenfällen haben wir schon wieder eine neue Verwandlung kennengelernt, und zwar Pinguin-Kirby bzw. Surfer-Kirby, wie man es auch immer sehen will. Außerdem haben wir in Kletterboningen drüber geredet, wie entspannt das Spiel doch ist. Und danach gab's, bevor wir die zwei Such-mich-Level gespielt haben, gab's ein paar technische Schwierigkeiten, wo sich meine Wii-Fernbedienung so dachte, Bruder, Raffis Fuß ist zu groß, muss los. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn. Wir besiegen heute den Boss der ersten Welt, und zwar heißt er Fangoron. Man hat ja gerade auf dem Vorschaubild gesehen, dass das Ganze ein Drache ist, und die Musik geht schon richtig fett ab, würde ich mal behaupten. Fangora will's wissen und brüllt uns erstmal fett an. Hallo Fangora! Ja, bei den Bossen tatsächlich, die Goldmedaille zu bekommen, ist eins der schwersten Sachen, finde ich. Weil, wenn man hier einmal getroffen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass man nicht mehr genug zusammenbekommt, dass man nochmal die Goldmedaille bekommt. Also, man sollte nie getroffen werden, bestenfalls. Dann läuft das auch. Aber ja. So. Und ihr seht es auch oben in der Anzeige. Man bekommt zwar leichter die Goldmedaille, aber da fehlt noch, da ist noch irgend so ein komischer Flicken ganz rechts oben. Da ist noch irgendein Flicken, und für diesen Flicken muss man auf jeden Fall sein Bestes geben und bestenfalls nie getroffen werden. Und was man auch gerade gut gesehen hat, der Drache, ja, tatsächlich ist der gute Drache schon so gedamaged, dass er ja schon ziemlich dünn ist. Der hat schon relativ viel an Garn verloren, also er hat nicht mehr viele Leben, und desto weniger Leben er hat, desto desto weniger Garn hat er am Körper. So, ich würde ihn eigentlich jetzt ungern besiegen, deshalb lassen wir es erstmal. Wir müssen noch ein bisschen was von den Dingen sammeln. Das würde ich ganz gerne aufsammeln. Zack, genau das. Das wollte ich. Da habt ihr es gesehen. Jetzt haben wir die Goldmedaille. Ja. Wir haben ihm aber jetzt kein Leben abgezogen. Das ist wichtig zu erwähnen. Wir haben ihm kein Leben abgezogen. Und das will ich nicht nochmal, weil ich weiß nicht, ob wir auf den letzten Schlag nochmal Gold mit solche Juwelen bekommen. Deshalb warten wir nochmal schnell und sammeln nochmal sowas hier ein. Und holen uns nochmal ganz schnell ein paar Juwelen und Sterne. Und damit haben wir unseren Flicken, den wir wollten, damit wir die restlichen Level von Welt 1 betreten können. Und ja, jetzt können wir ihn auch besiegen. Jetzt ist gar kein Thema mehr. Und tatsächlich, es gibt für den letzten Schlag keine Juwelen mehr. Und deshalb habe ich alles richtig gemacht, dass ich zweimal abgewartet habe. Also Freunde, wenn ihr hier nicht weiterkommt, wisst ihr Bescheid. Einfach seine Kometen aufsammeln. Und ihm nicht direkt Leben abziehen. Und ich schätze mal, so funktionieren die restlichen Bosse auch immer, wenn man den Flicken haben will. Genau. Sehr schön. Fangora-Musik bekommt man automatisch, und den Maulwurf-Flicken haben wir freigeschaltet. Und jetzt gibt's wahrscheinlich erstmal eine Cutscene. Oder? Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen. Grummel, grummel. Kirbys Magen knurrte, sodass er sich auf die Suche nach etwas Essbarem begab. Schade, dass es hier oben keine Tomaten gibt, dachte er. Plötzlich begann der Baum hin und her zu schaukeln. Zunächst dachte Kirby, es sei ein Erdbeben. Dann sah er, dass Prinz Plüsch am Baum rüttelte. So besorgen wir uns in Stoffland etwas zu essen. Kirby versuchte, sich so lange festzuhalten, wie er konnte. Doch das war nicht besonders lange. Ui, das sind aber viele Äpfel, rief Prinz Plüsch.
Kirby war so verärgert, dass er hinter Prinz Plüsch herrannte. Er verfolgte ihn so lange, dass er seinen Hunger völlig vergaß. Ja, mir ist langweilig. Ich komme in deine Wohnung. Ey, diese Cutscenes, ne, die sind einfach so cringy, aber auch so geil. Ich mag die Cutscenes. Und da geht's ins Hitzland. Aber bevor wir ins Hitzland gehen, setzen wir erstmal unsere Maulwurfflicken ein, würde ich sagen. Also, der Maulwurfflicken. Der gräbt da erstmal seinen Tunnel, dadurch wird die Erde instabil und bricht ein. Und dann haben wir ein neues Level freigeschalten. Ach, ich feiere das so. Der Maulwurfbau, passender Levelname, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir doch gleich mal in den Maulwurfbau, was es denn da so gibt. Ich glaube nämlich, dass wir da wieder eine neue Spezialfähigkeit bekommen. Und zwar den Maulwurf. Ja, das bekommen wir sogar direkt am Anfang. Ja, fast den Maulwurf. Ja, schon. Eigentlich ist es ein Maulwurf, ja. Eigentlich ist es ein Maulwurf. Ich glaube, den gab es so in der Art, aber auch sehr ähnlich in Yoshi's Woolly World, ne? Glaube ich. Den gab es da auch. Oh, lol. Da haben wir irgendwas gerade fett gut gemacht. Zack. Jetzt können wir einfach hier hoch. Das ist kein Thema. Und ich hoffe einfach mal, dass wir hier nicht irgendwie schon was übersehen haben. Das wäre nicht so geil. Nee, sieht nicht so aus. Wobei, warte, da drüben ist so ein Dings. Wie heißt es? Ah, warte, das müssen wir mehrfach aufgraben. Oh ja, das braucht sogar ziemlich viele Hits. Und dann können wir hier ganz geschmeidig rübertuckern und bekommen unser erstes Item, die Karottenkommode. Sie steckt voller Vitamine, könnte aber deine Kleidung orange färben. Ja, dann würde ich mir das Ding aber nicht so gerne in die Wohnung stellen. Ehrlich gesagt. Wenn sie meine Kleidung orange färben könnte, ist das nicht so nice. Muss ich sagen. Weiß auch nicht. Finde ich jetzt nicht so geil. Hat sich das Ding jetzt verpisst? Oder wie sieht's aus? Nein, hat sich nicht verpisst. Wow. Achtung. Wir haben es geschafft, Freunde. Komm, zack, ab nach oben hier. Und runter. Ich weiß halt nicht, ob wir nicht schon irgendwas übersehen haben. Ich kann es mir halt rein theoretisch schon vorstellen, dass wir schon was übersehen haben. Oh, oh, oh. Nicht gut. Oh Gott. Boah. Wir wären einfach wirklich beinahe zerquetscht worden. Und das war auch nicht so geil. Fuck. Ich glaube, dass wir hier schon richtig viel übersehen haben. Der Maulwurfbau ist nicht einfach. Not so nice, Freunde. Not so nice. Okay, was ist denn da? Graben wir das mal kurz frei. Hier waren einfach nur wieder Juwelen drin. Jawohl, Freunde. Ich bin einfach der Beste. Ich bin sowas von der Beste. Holy moly. Wir haben uns aber gerade so noch den Stern holen können. Boah, der Maulwurfbau ist, ja. Der ist vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall schwerer. Würde ich behaupten. Hoppala. So, schön hier rüber und runter. Und dann ist hier hoffentlich noch ein Sammelgegenstand. Wie sieht's aus? Ja, hier sieht's mir nach der Musik aus vom Maulwurfbau. Die Musik gefällt mir aber auch. Also das ist nice. Dass wir die Musik bekommen haben. Das finde ich supi. Und da ist das letzte Baumstumpfbett. In ihm können Eichhörnchen und Holzfäller schlafen. Nur lieber nicht gleichzeitig. Was? Warum musste man das jetzt unbedingt dazu schreiben? Musste das sein? Ich weiß ja nicht. Okay. Da ist Ende im Gelände, sehe ich gerade. Aber wir haben noch nicht die Goldmedaille. Von daher würde ich nochmal ganz gerne gucken, ob man da nicht nochmal was machen kann. Aber irgendwie sehe ich schwarz. Hoppala. Nee. Ich weiß gar nicht, haben wir...
Haben wir es schon eingesammelt, das mit den 5 Sternen? Oder haben wir irgendwie schon eins überhaupt eingesammelt? Ja, das mit den 5 Sternen. Das war zu schnell. Das war's. Das war's. Ja. Kacke. Und jetzt ist die Sonne wieder weg und der Greenscreen spackt rum. Ey, das ist halt echt so ein Problem am Greenscreen. Wenn man am Tag aufnimmt und dann... Ne? That is a problem. Ist. Was ist denn da los? Nein. So, schon besser. Ah. Okay. Friends. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz überprüfen. Das hat man noch nicht immer gesehen, oder? Wieso hat man das jetzt gerade gesehen? Muss ich das verstehen? Warum man das genau jetzt gerade gesehen hat? Muss ich nicht verstehen, oder? So, ich kann es euch schon sagen, warum man das jetzt kurzzeitig gesehen hat. Die Konfettikanone haben wir jetzt bekommen. Ich kann es euch schon sagen, warum man das kurzzeitig jetzt gesehen hat. Ganz einfach, weil als ich mein Ringlicht verstellt habe, bin ich am Bildschirm angekommen und auf dem Bildschirm ist ja meine Kamera. Und genau deshalb, ja, dadurch habe ich meinen Bildschirm verrückt und dann hat man das gesehen. Das ist die Erklärung für das Mysterium. Wir brauchen keinen Beitrag bei X-Faktor dafür, ja. Nichts Unfassbares, einfach nur ein Raffi, der seinen Bildschirm verschoben hat. So, ich bin jetzt zwar wieder ein bisschen weißer, aber ich kann mir nicht helfen. Draußen wird es dünkler und deshalb, musste ich das Licht wieder ein bisschen mehr aufdrehen. Naja, bin ich halt wieder eine Leiche. Ist man ja schon gewohnt von mir. Sollen wir Welt 1 noch in diesem Part hier abschließen? Ja, ne? Komm, machen wir. Seltsamer Wald. Da spielen wir noch das Level. Schließen wir in diesem Part ab. Das machen wir. Alles klar. Oh, das gibt wieder irgendeine Spezialverwandlung hier. Oh, UFO-Kirby. Okay. UFO-Kirby ist am Start, Freunde. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in diesem UFO-Wald später, in dem UFO-Wald, in dem seltsamen Wald, später auch tatsächlich irgendeine Quest, also irgend so ein Such-mich-Spiel, nur nicht von Such-mich, sondern von irgendjemand anderem gibt's das. Nicht von Such-mich, sondern keine Ahnung, wer das dann ist. Aber irgend so einer von diesen Bewohnern auf jeden Fall. Das weiß ich. Keine Ahnung, woher ich das weiß. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass ich mich gerade richtig scheiße treffen lassen habe. Und das gerade richtig bitter ist. Und jetzt einmal ganz kurz das hier zünden, damit wir das einsammeln können. Und das sind übrigens keine Sticker, die man abziehen kann, sondern solche Bumper. An diesen Bumpern stößt man sich, ja, seinen UFO-Hintern. Genau. Oh, ganz ruhig. Achtung. Ei. Ich würde das schon gerne. Ja, genau deshalb. Ganz genau deshalb. Weil das wichtig ist, damit wir die Perlen alle bekommen. So, dieses Level ist echt etwas ganz Besonderes. Oh. Würde ich mal behaupten. So, da haben wir gerade zum Glück gut genug aufgeladen gehabt, damit wir hier alles holen können. Und zwar den Astkuchen. Dieser Kuchen ist mit Sahne gefüllt. So ist er leckerer als ein echter Ast. Ach, echt? Hätte ich nicht gedacht. Aber trotzdem würde ich keinen Ast essen. Auch wenn er mit Sahne gefüllt ist, würde ich keinen Ast essen. Wirklich nicht. So, und jetzt kommt hier so ein Mini-Boss-Kampf gegen Wispy Woods. Mehr oder weniger. Ja, Wispy muss natürlich auch wieder seinen Auftritt bekommen hier. So sieht's aus. Alles klar. Also, mehr oder weniger Wispy, ne? Aber es ist halt Pflicht, dass Wispy Woods immer in der ersten Welt auftaucht in Kirby Games. Genauso wie es in Mario Games Pflicht ist, dass in 1-2 immer ein Geheimausgang ist. Das ist eigentlich auch so eine Pflicht. Oder dass Welt 1 eine Graswelt ist und Level 2. Und Welt 2 eine
andere, eine Sandwelt. Ey, du Arsch. Du Arschi-Arsch. Diese Viecher regen mich richtig auf. Wisst ihr das? Wow. Boah, komm, okay. Da ist ein Nemgelände. Da verstehe ich keinen Spaß mehr. Eieieiei, die Musik würde ich gerne haben. Man prallt einfach mit diesem UFO überall ab. Das ist so schlimm. Mit diesem UFO prallt man so einfach überall ab. So, jetzt haben wir aber wieder voll aufgeladene Action hier. Alles mal kurz hier wegblitzen lassen. Dann hat sich die Sache auch. Wir haben zum Glück schon die Goldmedaille und ich würde sie auch ganz gerne behalten. Ich hoffe, das Level ist jetzt dann bald vorbei. Gucken wir mal. Oder uns erwartet hier noch was? Wobei, ein Item fehlen uns ja noch, oder? Fehlt uns nicht noch ein Item? Bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube tatsächlich, ja. Irgendwo müsste hier noch ein Item auf uns warten. Also ein Einrichtungsgegenstand, meine ich damit. Und da wären wir fast in die Stacheln reingeflogen. Und jetzt schon wieder. Boah, ich sollte mal ein bisschen besser aufpassen. Alles einsammeln, was nur geht. Damit wir hier nichts verpassen. Boah, okay, da ist ein Wind, der nach unten zieht. Wow, aufpassen, Kirby. Aufpassen, ich hoffe, du bist ein guter UFO-Steuerer. Oh, nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Okay, gut zu wissen. Oder? Ich überprüfe nochmal schnell. Scheiße, ich glaube, das haben wir schon verpasst. Kann das sein? Kann das sein, dass wir das schon verpasst haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das in der fixen Reihenfolge drankommen muss. Wenn ja, dann haben wir es schon vergeigt. Wenn ja, dann haben wir es vergeigt. Aber dann kann ich jetzt auch schon nichts mehr dran ändern. Dann muss ich das nochmal nachholen. Okay. Gib die Dinge her. Dankeschön. Jetzt bist du down, mein Freund. Ja. Okay, es steht fest, man muss das in der richtigen Reihenfolge einsammeln. Irgendwas haben wir übersehen. Ich weiß leider nicht, was. Und das war leider auch scheiße getimt. Wir bekommen auch keine 5 Sterne. Jawohl. Läuft gerade richtig hart. Gut am Ende. Nicht. Gefällt mir nicht so gut. Es fehlt uns das Fernrohr. Wo bekommen wir das her? Ich würde sagen, ich schneide euch das gleich rein, wo man das herbekommt. Aber jetzt ist die Frage, bekommen wir noch irgendeine Flicken oder nicht? Oder bekommen wir einfach gar nichts? Bekommen wir einfach gar nichts, okay. Yo, lol, Teleskop. Mit diesem Teleskop kann man in klaren Nächten prima den Himmel erforschen. Natürlich konnte ich das vorher nicht sehen, weil ich hier runter nicht mal gekommen bin, weil ich schon ganz am Ende des Screens war. Das war das Problem. Ja, dieses Mal haben wir es mit 3 Sternen geschafft. Oh nein, ich wollte gerade sagen, mit 5 geschafft. Oh Mann, naja. 3 Sterne ist auch okay. Ja, und wir haben das Teleskop eingesammelt, was auch... Ich habe doch in einem der letzten Parts gesagt, ich könnte schlafen. Ha, dieses Spiel ist zu entspannend, Freunde. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss eine Aufnahmepause machen. Oh Mann, oh Mann. Oh Leute, aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal durch für diesen Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.